Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die mit Levels and Legacy Challenge. So. Ich war lange nicht mehr hier. Wir müssen mal schauen, was hier los ist. Ach ja, genau. Unser Jaden ist ja bei uns eingezogen, denn Mel ist schwanger. Sie ist schwanger. Das heißt, ich würde gern mit ihr den Geburtshelfer anrufen. Illinois. Ja, auf dich zu beschweren. Und wir werden jetzt einfach mal. Ich habe angefangen zu übersetzen, seht ihr das? Die Schwangerschaftsuntersuchung durchführen. Let's go. Oh, wir haben aber viele Freunde. Nein, wir gehen alleine. Und schauen mal, ob es unserem Baby gut geht, ob es Mel gut geht. Ja, sie fühlt sich nicht bereit dafür. Kann ich auch verstehen. Also in dem Alter muss es auch nicht wirklich sein. So, hier ist ein Geburtshelfer. Wir tun uns mal freundlich vorstellen. So. Oh, nein, freundlich? Wie war denn das gleich nochmal? Ach, ich glaube, ich musste hier auf die Liege gehen, ne? Holen Sie sich ein Blutbild. Mit der haben wir uns jetzt schon bekannt gemacht, also möchte ich von der ein Blutbild. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Weiß auch gar nicht, wie das mit dem Ultraschall ist. Wie man das. Oh ja. Okay, es ist alles erledigt. Dann können wir nach Hause gehen. Ich würde bloß mal kurz, wartet mal, ich würde mal kurz gucken. In welchem Trimester ist er denn überhaupt? Alles klar, im ersten. Also kann sie ihn sowieso noch nicht. Nö. Okay. Ja, dann gehen wir nach Hause. Und schauen mal, was Jaden macht. Der ist nämlich auch nicht so fröhlich darüber, dass Mel jetzt schwanger ist. Also ich muss den beiden dringend Kondome besorgen. Jaden wird sich Kondome kaufen. Wir kommen nicht rundrum. Jaden muss sich Kondome kaufen. Oder Mel nimmt die Pille. Aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert. So, Mel, erstmal könntest du mal etwas zum Mittag. Also, wir gehen mal auf Kochen. Wir tun mal zum Mittagessen. Oder, ne, das ist ja schon Brunch. Kaffee trinken, ne? Aber das ist egal. Du machst Gemüseteigtaschendinner für zwei. Und Jaden, wie geht's dir? Geht's gut? Musst du irgendwas tun für deinen Job? Hast uns ja ein bisschen Geld mit nach Hause gebracht. Pflanzen abernten. Haben wir hier noch Pflanzen stehen? Ja, guck mal hier. Alles ernten. Und die sind alle gegossen. So, da hat er das. Hier klingelt das Telefon. Hey, ich habe gehört, du und Paka-A-U-H seid jetzt gute Freunde. Ja. Yeah. Ein großartiger Ruf. Naja, das ist doch schön. So, Jaden. Gehst du mal auf Toilette und dann könntest du ja mal gucken. Shopping? Welchen Ausweis bestellen? Nee.
Eigentlich wollte ich sowas wie Verhütungsmittel haben. Nö. Haushalt? Haushalt verlassen und umziehen. Wir brauchen auch keinen Service. Wie kann ich Kondome bestellen? Meet in. Alles klar. Shoppen? Nee. Wissenschaftsbaby bekommen. Hallo? Bist du doof? Basement. Nee, das ist alles nicht das Richtige. Nicht das Richtige. Also ich weiß, bei Wicked Wins hast du eine Option. Die es ermöglicht am Computer. Direkt. Na gut. Die es ermöglicht am Computer direkt Kondome zu bestellen, aber das geht wahrscheinlich hier nicht so. Gott, mein armes Mäuschen. In dieser Generation steht auch nicht da, wie viele Kinder man bekommen soll, darf, kann. War ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Okay. Dann lassen wir mal rein. Wir wollen uns doch mit allen anfreunden. Wir sind doch total umgänglich. Level 5 des Kochens, das ist schön. Ja, nimm dir was zu essen, Mel, komm. Nein, du darfst dir ein Gericht nehmen, bitte. So, du gehst jetzt mal das Klo reparieren. Du hast es auch kaputt gemacht, also machst du es auch wieder ganz. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich machen wollte. Alles klar. Was hast du denn bekommen? Eine Pizza! Pizza! Den Kühlschrank. So. Dann muss Mel sich duschen gehen. Mel ist so traurig für ein Techtelmechtel. So, Jaden. Du geht's eigentlich gut. Du musst jetzt noch nichts essen, weiter. Ach ja, genau. Und ich habe herausgefunden, beziehungsweise wurde mir der Tipp gegeben, wie ich die Kleptomanie verbessern kann. Da gibt es Bücher, wo man. Was da brauche ich ein Bücherregal? Wo man die Kleptomanie verbessern kann. Ist doch gut, oder? Okay. Ein Bücherregal. Ich hoffe, das ist eins. Ja. So, wir möchten gerne ein Buch kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das müsste ja dann bei K sein, ne? Rein theoretisch. Ich das jetzt nicht finde. Ich sag's euch. Klettern, kochen, Knochen, kochen, Kokain, Kommunikation, Kunst. Gibt's nichts. Science-Fiction-Fähigkeiten. Ist ja eine Fähigkeit. Archäologie. Blumenbinden, Cannabis, Charisma, Comedy, Erziehung, Fitness, Forschen und Debattieren, Geige, Geschicklichkeit, Gitarre, Gourmetküche,
Gärtnern, Herstellen von Thermoplaste, okay. Klavier, Klettern, Kochen, Kokain, Logik, MDMA, Malen, meisterhaft Skifahren, Mixen, Programmieren, Raketenwissenschaft, Robotik, Schauspielen, Schelmigkeit, Schreiben, Snowboarden, Stricken, Videospiele, Wellness und das war's. Nö. Nö. Ist nix drin. Und als Fähigkeit hat sie, glaube ich, Kleptomanie auch nicht drin. Nö. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Ja gut. Aber ich meine, es ist ja jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so wichtig, weil wir haben ja jetzt Jaden, der für uns ein bisschen Geld verdient. Das darf ja nur Mel kein Geld verdienen. Genau. So, dann gehst du jetzt mal duschen. Achso. Ja, räum mal das von deinem Gast weg. Sehr schön, Jaden. Danke. Plaudern? Hallo? Ich gehe jetzt erstmal duschen. Kannst später plaudern. Und dann muss ich mal auf Klo. Gott! Oh, sie ist im zweiten Trimester. Dann könnten wir doch eigentlich, müsste das doch, habe ich das nicht mehr drin? Ah. Habe ich nicht mehr drin. Kann man nicht über die App auch? Über die Mod? Mit Pflanzen sprechen, na, dann mach das. Keep going. Immer zu. Mein junger Freund. Bist du? Ach, Mel. Tja, wer ohne Verhütung pimpert, hat selber Schuld. Ja, rede mit deinen Blumen. Die tut mir so leid. Weiß ich jemanden in der Nähe. Weiß ich in jemanden in der Nähe verknallt hat. Mel versucht angeschlagen nicht in der. Okay, gibt's noch nix. Gibt's noch nix. Was machst denn du jetzt? Jaden, gehst du schon ins Bett? Ein Nickerchen machen. Na, dann mach mal ein Nickerchen. Lass dich selbst Zuspruch geben. Yambala. Seneke. Langa Planide. Timfi. Sa. Das hilft dir bloß nicht. Du hast das Problem in dir. Vilugi. Yambara. Ephedroi. Gott. Mein armes Mäuschen. Also das mit der Kleptomanie, das ist etwas, wo ich sage, damit komme ich nicht ganz klar. Aber ich hatte doch eigentlich, musste ich bestimmt mal aktualisieren, ne? Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Kummer Hotline anrufen. Ach Mensch. Aber wisst ihr was, das werde ich jetzt mal ganz schnell machen, so zwischendurch. Ich werde mal diese Mod aktualisieren, damit wir dann zum Gynäkologen können. Also zumindest den Ultraschall machen können. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, bloß kurzer Cut. Jetzt ist der Ultraschall drinne.
Wir werden das auch tun und wir werden gemeinsam mit Jaden hinfahren. Er muss mit. Er muss mit, auch wenn es jetzt schon 7:30 ist. Er muss mit. Kommt er nicht rundherum? Er hat das Kind gemacht, also muss er durch. So sehe ich das. Und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. Mel ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Musst du eigentlich wieder arbeiten, junger Mann? Morgen gar nicht. Okay. Was? 2 Tage bis zur Arbeit. Aber du müsstest mal duschen gehen. Dann geh mal duschen. Geh mal duschen. Und du kannst ja dabei hier staubsaugen. Denn wir schauen uns jetzt an, was dabei rausgekommen ist. Und natürlich werden wir das ins Schlafzimmer hängen. Oder ins Schlafzimmer? Oder nein, hier. Hier so in den Flur. Oder kleine Stube. Hallo, geh weg. Es ist schon mal nur ein Baby. Es ist nur ein Baby. Jetzt schauen wir, was es wird. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Denn wir brauchen für die nächste Generation ein Mädchen. Guck nicht hin. Es wird schon ein Mädchen. Fein. Also könnten wir demzufolge nach der Schwa also nachdem das Mädchen dann erwachsen ist, die Challenge weiterführen. Wir werden natürlich gucken, was bei Mel und Jaden noch rauskommt. Ob die beiden noch miteinander mehrere Kinder bekommen oder ob sie sagen, es bleibt bei dem einen, denn das war ein kleiner Unfall. Geht ins Bettchen jetzt erstmal, kommt. Geht fein schlafen. Was? Nein, ich möchte jetzt bitte nirgendwo hin. Ich bin hochschwanger. Also Mel ist hochschwanger. Und wir haben jetzt kein Interesse daran, irgendwo hinzueiern, nur um anderen beim Saufen zuzugucken. Das muss ja jetzt nicht sein, ne? Ich würde auch sagen, Mädchen. Am nächsten Tag würden sich Jaden und Mel verabreden. Sie werden mal zusammen weggehen, vielleicht etwas essen gehen in ein kleines Restaurant oder in ein Café. Und in eine Phase eintreten. Bye. Hallo? Du hast keine Zeit für Phasen. Mel macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Sind sie eben gute Freunde geworden? Naja, gut. Mel, du hast keine Eltern mehr. Deine Eltern haben dich vor die Tür gesetzt. Es tut mir leid, Hasi. Nicht bereit dafür. Manchmal trifft einen die qualvolle Natur einer Schwangerschaft in einer Zeit, in der man kein Kind will, wie ein Zug. Ungewollte Schwangerschaft, zweites Trimester. Die Idee, Eltern eines neuen Babys zu sein, klingt nicht besser als im vergangenen Trimester. Es ist noch Zeit, eine schwierige Entscheidung zu treffen, aber Mel ist sich einfach nicht sicher. Egal, was sie tut, der Schaden ist angerichtet. Das Leben wird dauerhaft verändert. Oh, meine arme Maus. Meine arme Maus. Ist erstmal ein Stück Pizza. Und dann gehst du noch mal ins Bett. Musst du noch mal schlafen gehen. Haben wir irgendwelche Veranstaltungen heute, dass ich sagen könnte, ich könnte irgendwo hingehen? Lichterfest. Das wäre doch was. Die Kinder zwei könnten zusammen aufs Lichterfest gehen.
Meine arme kleine Mel. Wir schicken sie noch ins Bettchen und dann... Tut mir schon ein bisschen leid. Aber da muss ich jetzt durch. Jaden macht auf, voller Glücksgefühle. Und er hat Hunger. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich freue mich auf den nächsten Part von Sims 4, die Maleficent Legacy Challenge. Bis dahin. Ciao.